Jo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier und die Banlist ist da. Ich habe schon ein bisschen was gehört, aber wir gehen direkt rein. Ich sitze hier in meinem Auto, weil mein Handy stand nicht still, weil alle gesagt haben Banlist, Banlist, Banlist. Und deswegen, ich bin jetzt hier angekommen, aber muss kurz die Prediction oder nicht die Reaction für euch aufnehmen. Wird auch nichts geschnitten, das ist jetzt komplett roh. Da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Aber wir gehen direkt über die Liste und gucken mal, was hier so abgeht. Okay. Also, bis jetzt noch nichts, bis jetzt noch nichts. Also, ja. Oh! Blumenbaronin! Okay, ein Krankenwagen kommt. Blumenbaronin ist verboten. Krass. Habe ich null mit gerechnet. Sag ich euch ganz ehrlich, habe ich 0% mit gerechnet. Ja, so ist das, wenn man im Auto aufnimmt. Ich habe 0% damit gerechnet. Richtig krass. Aber ja gut, ich glaube, man hat den Snake Eye auch gemacht. Ich habe das Snake Eye Deck länger nicht gespielt, weil ich habe es nur mit Fire King gespielt und da habe ich die auf jeden Fall nie gemacht, aber kann man, glaube ich, sehr gut machen und so. Ja, aber krass, ich meine, aber ganz ehrlich, ist eins der besten Synchro-Monster, die je geprintet wurden, also warum nicht? Oh, und direkt das nächste, Kaliber-Lade-Wilddrache. Ja, auch, sehr schöne Karte, leider finde ich sehr schade, dass er weg ist, habe ich sehr gerne in Dragunity gespielt, aber muss einfach manchmal sein. So, was haben wir hier als nächstes? Als hier erstmal nichts, erstmal nichts, erstmal nichts, erstmal nichts, immer noch nichts Neues, okay, okay. Dryden ist noch da, okay. Linkuribo! Yo, Linkuribo ist verboten. Boah, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Snake Eyes Hit. Ich habe damit zwar nicht gerechnet bei meiner Prediction, aber schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das reicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube auch Baron und so, das sind ja alle Snake Eye Hits in Anführungsstrichen. Von daher, das ist schon krass. Aber ja, Linkuribo, schade, mein kleiner Freund. Ja, Miao Miao Moo sieht man hier auch noch auf der Banlist. Sehr schade. Noch irgendwas Verbotenes? Wir gehen jetzt mal einen Tick schneller. Ist hier noch was Verbotenes? Bei den Spells nichts und bei den Traps. Oh, Beschwörungslimit. Beschwörungslimit ist verboten. Finde ich auch völlig okay. Floodgates tun im Spiel in den seltensten Fällen gut. Ich habe ja prediktet, dass sie auf 1 geht. Oder weiß ich schon auf 1? Nee, weiß ich nicht. Ja, crazy. Boah, mein Arm fängt langsam an weh zu tun. Deswegen, ich wechsle hier mal die Seite. Alter Leute, es ist hier so random alles. Okay, das waren die verbotenen Karten. Lasst uns in den Kommentaren darüber diskutieren, wie das ist. Mir fällt jetzt gerade schwer, da wirklich zu sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. So, wir gucken weiter. Noch nichts Neues bei den Limits. Oh, Einhorn ist zurück. Kirin ist wieder am Start. Freut mich für alle Magic Spencer Spieler. Grüße gehen raus an Nivska. Richtig cool. Ich habe auch in meiner Prediction gesagt, meine ich, dass die zurückkommen kann und soll. Sehr, sehr geil. Finde ich super. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Oh, oberster Todfeind Protoss ist back. Alter. Wow. Krass. Ich finde die Karte richtig geil. Aber ich bin gespannt, ob die wieder abused werden wird. Die ist halt schon heftig. Aber gut, wenn man die gegen Snake Eye benutzt und Feuer sagt, ist auf jeden Fall over. Crazy. Gute Karte. Ja, boah, bin ich auch auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Weiter geht's. Okay, nicht. Tidal! Yes, Leute, Tidal. Drachenherrscher der Wasserfälle. Er ist am Start. Ich habe es ja predicted. Finde ich sehr gut. Sehr guter Support für Wasserdecks, weil ich denke, da wird noch mehr kommen. Sehr geil. Und alle Dragon Ruler sind wieder free. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr Dragon Ruler spielen, wenn ihr Lust darauf habt. So, was haben wir noch? Hier jetzt erstmal noch nicht. Yo! Yo! Donnerdrachen Koloss ist wieder da, Mann! Oh! Leute, Koloss ist back, Mann! Ist das geil! Ist das geil, Mann! Oh! Alter, grüße ihn raus an Luke Todes, an It's Me, Jackie D, meine Thunder Bros. Es ist so geil! Konami, ich liebe dich. So, so geil. Ey, Leute, ich hab's euch allen gesagt, dass er irgendwann zurückkommen wird. Und ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wie schlimm ihr das alles findet. Ist mir komplett egal. Ist mir wirklich egal. Koloss, so geil, dass er wieder da ist. Ey, Thunder Dragon ist wieder ein Deck, Alter. Ich bin, oh.
Ist das geil, Mann. Ey, und ey, wenn die Karte zu broken sein sollte, dann wird sie halt wieder verboten. Mein Gott, dann ist es so. Aber ich glaub's nicht. Und Alter. Oh, Colossus wieder back, Mann. Alter, diese Band ist es jetzt schon perfekt. Egal, was hier noch kommt. Außer alle Infinity-Karten werden verboten. Das wäre nicht so geil. Oh, Leute, ey, ist das geil. Oh, hier kann ich meinen Arm ein bisschen abstützen. Oh, ist das geil. Haben wir noch was auf der Limit-List? Döp, döp, döp. Hemmung. Oh, ja, die Field Spell. So, Leute, jetzt muss ich doch mal schneiden, weil mein Handy ausgegangen ist. Egal, Hemmung. Ja, cool, dass die zurück ist, glaube ich, auf 1. Ich bin sehr gespannt. Ich denke nicht, dass man mit der krasse Sachen machen wird. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich da irgendwas komplett krass übersehe. So, was haben wir noch? Antimagischer Duft. Ja, antimagischer Duft, ganz ehrlich, ist ein Floodgate. Also, finde ich okay. Finde ich völlig legitim, dass die auf 1 gegangen ist. So, was haben wir noch? Oh, hier sind wir. Das war's mit den Limitierten, aber wir sehen schon halb limitiert. Armageddon-Ritter. Ja, ich glaube, das ist... Oh, und Purely. Auch kleiner Support. Also erstmal Armageddon-Ritter. Ist auf jeden Fall okay. Kann man easy machen. Ich wüsste jetzt nicht, was man mit dem für kranke Sachen macht. Köstliche Purely-Erinnerung ist cool, weil Purely dadurch wieder ein Tick stärker wird. Die haben eine Karte mehr, die sie halt excavaten können. Das ist cool, auf jeden Fall. Purely ist nice. Okay, das war's. Und jetzt mit den, komm, die gucken wir uns alle gleichzeitig an. Nicht länger auf der Liste sind Terrorkreisel, Hafenhorror, sehr geil, Hafenhorror. Eternal Format ist wieder am Start, Leute. Ey, es ist so geil. Malicious auf 3, okay. Und, Engage auch auf 3. Leute, ich werde nicht mehr machen, weil ich bin tatsächlich, wie gesagt, ich sitze in meinem Auto und ich habe eigentlich was vor, aber ich werde das jetzt gleich irgendwie für euch hochladen. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Checkt Gate to the Games aus für 5% Rabatt, wenn ihr euch jetzt irgendwas Neues, Geiles ranholen wollt. Supportet mich auf jeden Fall sehr. Habt einen richtig geilen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das guckt. Euer Francis Gaming.